Matthias Schlo ist zu Gast. Herzlich willkommen. So ist das. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wie bist du zur Notruf Hafenkante gekommen? Notruf Hafenkante, die haben ein ganz offizielles Casting ausgeschrieben. Die hatten meine Partnerin, die Sanne, hat ja hohen Männerverschleiß, wie wir alle wissen, da, in der Serie. Lieben Gruß an der Stelle. Ich habe immer spaßeshalber gesagt, die schwarze Witwe. Ja, tatsächlich hat die irgendwie drei männliche Hauptrollen an ihrer Seite schon gehabt, die aus unterschiedlichen Gründen dann sozusagen weiter oder rausgegangen sind aus der Serie. Haben die ganz normalen Casting ausgeschrieben und haben alles gecastet, glaube ich, was zwischen 20 und 40 und männlich war. Und halbwegs nordisch irgendwie ins Bild passe. Und ja, da bin ich dann hin. Übrigens der dramatischste Casting-Tag, den ich jemals hatte, zu der Zeit habe ich noch in Berlin gelebt, bin losgefahren, hinter Oranienburg war Vollsperrung auf der Autobahn, bin ich auf die Umgehungsstraße, Vollsperrung, weil sich da ein LKW in der Brücke verkeilt hat. Die ganze Zeit telefoniert mit der Agentur, ich habe 8 Stunden nach Hamburg gebracht, ohne Scheiß, bin da um 18 Uhr auf den Hof gefahren, bis 18 Uhr soll der Casting sein. Alle saßen draußen schon beim Kaffee, haben auf mich gewartet. Ich bin dann da rein und meine Frau hochschwanger im Auto neben mir. So, okay, los geht's, zur Kamera an. Und ich glaube, das hat mir den nötigen Druck und den nötigen Werf verliehen, um mir die Rolle an Land zu ziehen. Ja. Das war lustig. Haben Sie dir gleich vor Ort gesagt, das war ziemlich gut? Haben Sie gesagt, wir melden uns? Ja, don't call us, we call you. Nee, tatsächlich gab es noch eine zweite Runde auch. Ein Stechern sozusagen mit einem Kollegen. Zusammen waren wir noch zu zweit übrig und die haben sich dann am Ende für mich entschieden. Hast du geglaubt, dass du es wirst? Ah, ich habe nicht drüber nachgedacht. Da bin ich relativ. Boah, du hast nicht drüber nachgedacht. Nein, tatsächlich, das ist eine große Stärke von mir, auch beim Casting. Ich bin da immer relativ. Bei mir ist dann im Moment immer so die Spielfreude, die sozusagen vorstehend ist, und bei Castings habe ich eine Grundentspannung. Und diese Entscheidungsprozesse kannst du eh nie nachvollziehen, weil wenn irgendwelche Leute in der Redaktion sagen, wenn der jetzt braune Augen gehabt hat. Ja, aber der Pullover, der steht ihm irgendwie nicht so gut. Ne? Wir nehmen den anderen so, weißt du? Manchmal kann man das überhaupt nicht nachvollziehen und da habe ich mich ganz frei vorgemacht irgendwie im Laufe der Jahre. Du hast einen Emmy gewonnen. Also warst beteiligt an einem Emmy-Gewinn. Ja, genau, mit Berlin, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Was war damals los? Was war das für eine Folge? Unglaublich. Das war, glaube ich, so eine Entscheidungsfolge. Alex, Sven oder Alex oder Sven mit Jan Sosniok und ja, das war eigentlich eine ganz normale Berlin-Berlin-Folge im Grunde am Ende des Tages, aber das Format an sich war natürlich mega zu der Zeit und ist da durch die Decke gegangen. Ja. Hat da nicht auch Rea Harder mitgespielt? Du, die Rea Harder hat da auch mitgespielt, ja, so lange kenne ich die schon, also tatsächlich kenne ich sie seitdem. Und ja, und jetzt sind wir wieder zusammen in Hamburg bei einer Serie. Das ist ganz spannend. Ja. Manchmal pro Folge seht ihr auch euch, ne? Absolut, ja, jede Folge. Am Anfang und am Ende kurz. Nee, ja, stimmt nicht ganz. Wir haben natürlich immer so diese Szenen in der Wache. Da haben wir schon viele gemeinsame Tage. Ja. Aber könntest du jetzt zu den Autoren gehen und sagen, ey, wollen wir nicht mal die Teams tauschen? Könnte ich nicht mal ein bisschen mit Rea? Wenn die Idee neu wäre, dann... Scheiße. Wir haben Teams schon getauscht. Mit Rea bin ich jetzt noch nicht gefahren. Aber wir haben schon in anderen Konstellationen getauscht. Und alles ist möglich, theoretisch, klar. Wie viel Spaß macht das noch nach so vielen Jahren? Sehr viel Spaß, weil wir haben das große Glück, dass wir so eine Rotation haben, also auch als Schauspieler. Die Teams drehen immer sozusagen 5 Folgen am Block, dann drehst du 5 Folgen mit einem anderen Team und die nächsten 5 Folgen setzt man selber aus. So, dadurch hast du immer wieder so ein bisschen Spannung, auch erzählerisch in den Geschichten. Selber kannst du dann immer gerade, wenn du anfängst, so ein bisschen müde zu werden, hast du eine Pause. Und kommst dann wieder frisch ans Set und ich muss sagen, das Format hat sich in den letzten 10 Jahren stetig zum Besseren gewandelt. Als ich angefangen habe, war es echt noch so eine relativ dröge ZDF-Vorabendserie, würde ich mal behaupten. Und mittlerweile sind wir echt eine Großstadt-Cop-Serie, die sich echt sehen lassen kann, muss ich sagen. Und ihr seid knallhart an aktuellen Themen dran, das finde ich aber absolut. Ja, 7 Tage dreht ihr für eine Folge. Richtig. Sind das lange Tage oder sind das okay Tage? Okay. Mega echt? Eingespieltes Team. Ja, ja. Also mega eingespieltes Team. Oft haben wir natürlich Gäste, die dann ans Set kommen, so ich sag mal Theater- oder Filmleute, die dann echt mit den Ohren schlackern, was für ein Tempo haben. Ich selbst empfinde das nicht mehr so. Also ich kann da, oder wir, der ganze Hauptcast kann da locker mithalten sozusagen, weil man es einfach gewohnt ist. Man muss es schon in der Gewöhnung, das hohe Tempo, aber meistens fällt so schon spätestens 18 Uhr der Hammer bei uns. Das ist schon stark. Gut getaktet, ja. Wird es einen Notruf Hafenkante Kinofilm geben? Mit Sicherheit, da bin ich mir sicher. keine Ahnung, ich... Das ist ein ganz großer Schlusspunkt. Ja, das wäre natürlich mal ein Kracher. Wir träumen ja immer mal von so einer Sonderfolge auf Hawaii oder so. Oder Mallorca, wollen wir ja nicht gleich so. Weißt du, das wäre ja auch schon mal schön. Aber ich glaube, da werden die Gelder nicht für frei gemacht, ehrlich gesagt. Neben Notruf Hafenkante hast du ein ganz tolles Projekt, was du jetzt mit ganz viel Herzblut versorgst. Was ist das? Ja, das Projekt heißt Schlo muss raus, um es mal runterzubrechen. Und da habe ich sozusagen meine zweite Leidenschaft jetzt so ein bisschen einen professionellen Anstrich verliehen, nachdem ich die Leute immer gedrängt habe, sie mal mit rauszunehmen.
Wenn ich wieder von irgendwelchen Unternehmungen, Bogenschießturnier oder Outdoor-Wochenende mit Lagerfeuergeruch in den Haaren ans Set gekommen bin, haben die gesagt, Matthias ist wieder da. Ja, genau, was zum Teufel riecht ihr? Nein, tatsächlich, wie man das denn so ist, was hast du gemacht? Ich habe das gemacht, ja, ich habe am Wochenende einen Survival-Kurs gemacht. Und, wirklich? Und was macht ihr da? Und dies, das erzählt. Überleben. Einfach nur überleben, Gottverdammt nochmal. Nein, aber der Tenor war immer, die Leute wollten immer mit raus. Ich so, wo gehst du denn hin? Ich sage, naja, kannst du ja überall nachlesen, kannst ja einfach rausgehen. Geh doch raus und genieße die Natur. Das ist das, worum es dann am Ende des Tages geht. Ja, du verlangst viel von den Leuten. Ne? Für die Leute ist das meiste rausgehen, ist Netflix klicken. Ja. Und das sehen die viel. Ja, ich verlange eben gar nicht. Also jeder hat ja, alle hungern danach, alle dürsten danach, mal wieder rauszugehen, mal wieder das Handy ein bisschen weniger zu benutzen. Und keiner macht. Keiner tut es. Und alle sind gestresst und genervt und abgearbeitet. Natürlich auch in unserer Branche irgendwie merke ich das zusehends. Und ich habe schon mit meinem Umzug als Kind in die Lüneburger Heide, habe ich sozusagen die Natur für mich entdeckt. Da hat echt ein anderes Leben begonnen. Von da an war ich nur noch draußen. Und später, deine Eltern so, ja. Später im Arbeitsleben so habe ich das dann sozusagen zur Regeneration auch gesucht immer. Also wenn es irgendwie mich kaputt war oder schlecht drauf oder so, bin ich wirklich in den Wald gerannt, habe mich da am Baum gesetzt oder ein Lagerfeuerchen gemacht und irgendwie ein bisschen in die Sterne geguckt. So wie ich es früher eben auch gemacht habe in Kinder- und Jugendtagen. Und irgendwann habe ich gedacht, so Leute, irgendwie ganz ehrlich, wenn euch das so interessiert, dann irgendwie helfe ich euch jetzt. Und jetzt helfe ich allen dabei, die Interesse dabei haben, sie ein bisschen mit der Natur zu connecten. Und das mache ich einfach durch schöne Naturerlebnisse. Also es hat mit Survival dann nichts mehr zu tun. Kann man auch, oder mache ich auch, so Infoblöcke, ein bisschen aufzeigen, was möglich wäre. Aber am Ende des Tages helfe ich jetzt so dabei, schöne Naturerlebnisse zu schaffen. Und in der Hoffnung, dass es den Leuten und dann im Umkehrschluss der Natur auch gut tut. Weil erwiesen ist, wenn du Kontakt zur Natur hast, schätzt du sie auch und schützt du sie mehr. Das ist die Idee. Leute können mit dir in den Wald gehen, genau. Und du machst eine Führung und du erklärst. Genau. Also ich habe so einen Walderlebnistag zusammengebastelt. Das ist sozusagen the best of meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe die Landesforst Niedersachsen als Partner. Die haben mir da eine schöne, im Herzen Lüneburger Heide, im Naturschutzgebiet, darf ich mich da bewegen und das machen. Ist wunderschön. Und ja, und da können wir eben, da kriegen wir eine Wildbratwurst, da wird Bogen geschossen. Aber die Wildbratwurst erlegt ihr nicht vorher? Die erlegen wir nicht vorher, nein. So weit wollte ich nicht gehen, nicht gleich schocken mit der Tour. Obwohl in aller Konsequenz habe ich auch schon überlegt, sowas mal anzubieten, von einem Jäger ein Wild zu kaufen und das dann sozusagen zusammen aus der Decke zu schlagen und das auf dem Lagerfeuer zu kochen. Weil so Lagerfeuerkochen ist auch ein großes Thema, was ich sehr spannend finde. Ich höre raus, du bist kein Vegetarier. Nicht unbedingt, nee. Also ich esse tatsächlich sehr wenig Fleisch. Und wenn dann eben sehr gutes oder Wildfleisch oder so, wenn ich einmal die Woche Fleisch esse, dann ist es schon viel, würde ich sagen. Ja. Krass. Und dazu gibt es ein YouTube-Format. Ja gut, wir haben jetzt überlegt, ich habe jetzt dann auch sozusagen Partner, so, das ist ein PR-Partner, der gesagt hat, okay, ich kann dir da gerne bei helfen, findet er super. Und da haben wir überlegt, wie wir uns möglichst breit aufstellen. Und da ist YouTube jetzt, ja, ich werde jetzt sicher nicht unter die YouTuber gehen, aber YouTube ist natürlich ein schönes Format, um sich vorzustellen damit und eben vielleicht auch Leute zu erreichen. Und auch gerne die jungen Leute natürlich, die nerdig sozusagen den ganzen Tag vom Rechner sitzen, vielleicht da mal ein bisschen was aufzuzeigen und auch Lust zu machen, rauszugehen. Ja. Das ist ja eine Talkshow, die ein bisschen anders ist als normal. Du warst zum Beispiel mit Joyce Ilk im Wald. Das ist ja super, weil die Leute da ja tatsächlich völlig anders sind. Ja. Kein künstliches Licht, überschaubare Anzahl an Kameraleuten. Ja. Wie war der Dreh? Das war eben so die Idee dabei, ne? Dass man sozusagen dann auch entschleunigt durch die Präsenz der Natur auf andere Themen so ein bisschen oder irgendwie ein bisschen anders ins Gespräch kommt. Ne? Das, wie du schon sagst, die Idee ist nicht alt so, ne? Also gibt es ja in verschiedenster Form solche Sachen zusammen rauszugehen. Wir waren 2 Tage im Bayerischen Wald unterwegs. Das war wunderschön. Aber 2 Tage mit Joyce Ilk zu kriegen, ist aber auch schon nicht absolut. Leicht. Absolut. Naja, wir hatten auch im Vorfeld überlegt, wer macht denn das 2 Tage, ne? Also um Gottes Willen. Und auch dort haben wir dann von so einem vom Bayerischen Forstverband so eine urige Hütte zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir absteigen konnten, wo du das Wasser irgendwie unten aus dem Quellhahn da holen musstest. Also Location ist wunderschön. Also überall, wo ihr gedreht habt, war es echt schön. Ja, es war toll. Hat echt mega Spaß gemacht. Ich war das erste Mal in meiner Eigenschaft als Moderator gefragt. Das war ein Selbstläufer. Joyce, natürlich erfahrener Kamera. Mensch irgendwie und wir hatten da, das war so ein visueller Podcast, das plätschert ja so vor sich hin. ja und tatsächlich planen wir gerade die 2. Folge, sieht ganz gut aus mit dem Sponsor gerade, der jetzt gesagt hat, das springt mit auf und so, jetzt so geht das so langsam zieht das so seine Bahn, ich bin gespannt, wo die Reise mit
Schlo muss raus, dann mit dem Gesamtkonzept am Ende, hingehen. Ne? Du, ich drück die Daumen, weil ich glaube, das ist halt etwas, was alle, wie du schon gesagt hast, wirklich wollen, aber keiner das umsetzt. Wenn ich mir abends sage, bevor ich schlafen gehe, ich lese nur, du greifst trotzdem noch mal kurz zum Handy. Und dann guckst du und dann passiert noch irgendwas und dies, das. Und plötzlich sind irgendwie 10 Minuten weg und denkst, wo sind die hin? Kann man ja auch alles machen, weißt du? Also ich bin ja auch ein moderner Mensch. Ich lebe ja nicht als Einsiedler irgendwo oder bin auch verdammt weder Handys noch sonst irgendwas. Ich gucke auch Netflix, weißt du? Ich bin ja auch ein moderner Mensch so und genieße alle Vorzüge des modernen Lebens. Aber ich merke halt auch, wenn ich mit meinen Kindern beispielsweise ein Brathähnchen am Lagerfeuer gebraten habe und irgendwie du einen Dachs im Hintergrund da rascheln hörst und so, das sind halt Momente, die dich echt wieder ganz down to earth bringen. Ne? Und das ist mega, ich liebe das und brauche das wie die Luft zum Atmen. Ne? Und da kann ich nur alle einladen, ob jetzt mit Schlo oder ohne Schlo, einfach mal wieder rauszugehen. Ne? Und das ist jetzt die Zukunft? Erstmal Notruf Hafenkante und Schlo muss raus? Oder gibt es da noch was, was du jetzt schon verraten kannst? Nö. Ich drehe natürlich parallel auch andere Sachen. Ich habe hier für Beste Schwester ein RTL-Comedy-Format, habe ich ein paar Folgen mitgemacht. Und ne, ich drehe parallel fleißig. Und wo Schlo muss raus, die Reise hingeht, bin ich selber gespannt, ganz ehrlich. Lasse ich mich ein bisschen treiben. Ne? Also, und wir werden mal sehen. Ne? Ich bin guten Mutes. Was glaubst du, was gibst du deinen Kindern damit auch mit? Naja. Weil die sind ja jetzt in einem Zeitpunkt auf der Welt, an der irgendwie alles digital ist. Ja, im besten Fall lernen die das auch zu schätzen und hat das auch eine positive Wirkung auf sie. Ne? Also da bin ich überzeugt, weil ich sehe das ja auch. Also die haben zwei Kinderzimmer voll mit Spielzeug, ne? Und da passiert es durchaus mal, dass mein Großer zum Beispiel kommt und sagt, Papa, ich habe Langeweile, was soll ich machen? Ich so, ey, keine Ahnung, spiel was. Mir ist auch langweilig. Aber wenn wir zusammen im Wald sind, habe ich das noch nie gehört. Weißt du, dann ist immer irgendwas. Hier eine Feder und oh, guck mal, ein Knochen oder keine Ahnung, einen Stock, kannst du mir helfen, dies, das. Sie haben immer einen Auftrag draußen. Wenn ich meinen Jungs da so ein bisschen Naturverbundenheit mit auf den Weg geben kann, dann bin ich schon happy. Da hat sich das alles gelohnt. Ja. Wie viele Jahre Notruf Hafenkante kannst du dir noch vorstellen? Ey, ganz ehrlich, die 10 Jahre fühlen sich an wie 2. Keine Ahnung, wo die Zeit geblieben ist. Also es ist wie in so einem Zeitraum-Kontinuum bin ich verschwunden, habe ich das Gefühl. Von daher könnte ich das wahrscheinlich auch noch 50 Jahre machen. Also wenn das alles so schnell vorbeigeht dann und wir auch weiterhin so gut und motiviert da zusammenarbeiten, dann spricht nichts dafür, damit aufzuhören, sagen wir es mal so. Ja. Spricht nichts dafür, dass wir weitermachen. Es spricht nichts dagegen, dass wir aufhören. Moment. Auf testedich.de können Menschen Tests erstellen und wir machen jetzt die Notruf Hafenkante Mattes Quiz-Test. Ey, geil. Sowas gibt es? Sowas gibt's. Ich Oder hoffe, hast du den erstellt? Nee, ich habe den nicht. Rea Harder hat den erstellt. Oh, dann wird das schwer. Die kennt sich aus. Die erste Frage solltest du auf jeden Fall hinkriegen. Ja. Wie heißt der Schauspieler, der Mattes Seeler spielt? Matthias Schlo, würde ich sagen. Ja. Wähle ich mal an. Das Ergebnis sehen wir auch erst am Ende. Okay. In welcher Folge kommt Mattes neu zum PK21? Greenhorn. Das Greenhorn, richtig. Also weiß ich nicht, ob es richtig ist, aber es steht hier. Absolut. Mit wem hatte Mattes schon einmal eine Affäre? Franzi? Kaya und Melanie oder Franzi und Kaya oder keine der hier aufgeführten Personen oder Franzi und Melanie oder Jule und Kaya. Der ist ja gut, ganz schön durch die Betten gehüpft. Ich sag Sodom und Gomorra bei der Hafenkante. Kann nur Franzi gewesen sein, obwohl es in dem Sinne keine richtige Beziehung war. Aber, okay, aber wer dazu noch? Kaya oder Melanie? Kann nur Kaya gewesen sein. Also Franzi und Kaya? Ja. Kein Schimmer, wer Kaya ist. Wie heißt Mattes Mutter? Willst du Antwortmöglichkeiten? Ja. Ich weiß nicht mal, wie seine Mutter denn ist. Text! Marion, Dörte, Luisa, Gertrud oder Melanie? Ich glaube Dörte. Spielt von Charlotte Schwab. Ey, das nützt sich hier gar nicht. Komm, ein bisschen was weiß ich. In welcher Folge erscheint Mattes Mutter? Oh, jetzt gehen wir hier richtig in die Tiefen. Das Greenhorn, Karambolage, der Kuss der Spinne, ein Fall für Mattes oder Rufis WG? Karambolage. Welchen Beruf übt die Mutter von Mattes aus? Ich glaube, das ist nicht so ein Quiz für dich, eher über deine Mutter. Alter, deine Mutter hat einen Quiz. Der Beruf deiner Mom? Ja. Anwältin, Ärztin, Polizistin, Biologin oder Bäckerin? Biologin. Wie viele Geschwister hat Mattes Seeler? Keine. Welche Augenfarbe hat Mattes? Blau. Wie alt war Mattes Seeler, als er auf dem PK21 angefangen hat zu arbeiten? 27, 21, 29, 31, 24. 31. Also war ich, als ich angefangen habe. Wie wird Mattes aufgrund seines Talents mit Tieren umzugehen in manchen Folgen von Melanie genannt? Der Hundeflüsterer. Wir gucken mal in die Auswertung. Jetzt wird's richtig spannend. Dörte, wie hieß denn meine Mutter? Notruf Hafenkante, Mattes Quiz. Klasse, du kennst dich schon recht gut aus. Gucke.
8 von 10 Punkten. Im Durchschnitt haben die 1006 Surfer, die dieses Quiz gemacht haben, 6 Antworten ungefähr richtig. Also darfst du meinem Produzenten gar nicht erzählen, dass ich den Filmnamen meiner Mutter nicht kann. Wie hieß sie denn? Steht das da auch, die Auflösung, mal richtige Antworten? Dirty. Ja, ah, gut. Ja, klasse, läuft. Das war so die Web-Talk-Show mit dir. Ja, und dir natürlich. Und mir. Matthias, schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es war sehr unterhaltsam. Ich bin gespannt. Ich drücke dir die Daumen für alles, was da kommt. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Für euch gilt Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Haltet euch fruchtig, bleibt uns gewogen. Tschüss.